Liebe Zuschauerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei Canisius TV und unserer Reihe den Johannes-Splittern. Und unser heutiger Splitter, das ist also ein ziemlich großer Splitter, da steht nämlich im 14. Kapitel des Johannes-Evangeliums folgender Satz von Jesus. Wir sind im Abendmahlssaal. Euer Herz lasse sich nicht verwirren, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, dann komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin, den kennt ihr. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Und Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Drei Punkte dazu. Erstens, vom Häuslebauer zum Mietnomaden. Vor einigen Jahren jetzt schon gab es einen aufsehenerregenden Werbespot der LBS. Wenn ich mich da richtig erinnere, baute darin in diesem Spot einer unserer Vorfahren eine primitive Hütte und stattete sie oder stattete eine einfache Höhle aus. Und dazu hieß es dann unten ein Haus bauen, liegt in der Natur des Menschen. Miete zahle nicht. Mittlerweile scheinen sich die Dinge verändert zu haben. Viele von uns können ja gar nicht mehr sagen, wo sie in 5 oder 10 Jahren arbeiten oder leben werden. Ja, Modernität und Flexibilität sind gefragt. Na, heute bin ich in Flensburg und nächstes Jahr in Füssen und heute in Frankfurt am Main, das nächste Jahr vielleicht in Frankfurt an der Oder und so weiter. Immer öfters geht es also hin und her, rauf und runter. Auch über die Landesgrenzen hinaus, die durchschnittliche Verweildauer hier in Charlottenburg, wo ich seit 5 Jahren lebe, ist gerade mal 5 Jahre. Das heißt, im Grunde genommen, statistisch gesehen, müsste ich jetzt schon wieder umziehen. In 5 Jahren habe ich als Pfarrer sozusagen eine völlig neue Gemeinde vor mir. Ich kann also wieder die alten Predigten von damals rausziehen und wieder von vorne anfangen. Zweitens, Freud und Leid des Umziehens. Ja, so ein Umzug, das kann eine faszinierende Sache sein. Ich erinnere mich einmal, da suchte ich einen Nachmieter für unsere Wohnung in Würzburg. Ein junger Akademiker von der Uni, der hatte sich gemeldet und wollte die leergeräumte Wohnung besichtigen. Ja, und es klingelte und ich machte auf und draußen stand ein junger Familienvater, seine Frau und ein etwa 2-jähriger Junge. Und der Blick auf die Frau besagte, dass die Familie schon bald größer sein wird. Und der junge Steppke, der flitzte durch die Wohnung. Und die Frau sagte, also da stellen wir die Wickelkommode hin und da machen wir das Schlafzimmer und da machen wir das Kinderzimmer. Da war alles kahl und weiß und leer, aber in den Augen dieser Familie, da entstand schon das neue gemeinsame traute Heim. Umzug kann also ein Zeichen für Aufbruch sein, für einen neuen Lebensabschnitt, für eine neue gemeinsame Zeit. Hurra, jetzt geht's los! Wie viele suchen doch derzeit bei uns hier in Berlin, aber nicht nur hier bei uns in Berlin, eine Wohnung, um in so ein gemeinsames Leben zu starten. Am selben Tag hatte ich einen Seelsorgebesuch bei einem älteren Ehepaar. Die lebten in einer Altbauwohnung im 2. Stock.
Aber jetzt wollten bei ihm die Beine nicht mehr. Die beiden mussten nach fast 30 Jahren gemeinsamen Jahren aus der geliebten Wohnung raus, entweder in eine Parterrewohnung oder eben in eine Wohnung mit dem Aufzug. Und ja, die vielen Erinnerungen, die gemeinsamen Feste und die viele Arbeit, die vor ihnen lag. Umzug, das kann auch bedeuten Angst, vertrautes Aufgeben, Traurigkeit. Ja, und noch schlimmer ist es manchmal, wenn man in ein Alten- oder Pflegeheim umziehen muss. Meist darf man da ja nur ganz wenige persönliche Sachen mitnehmen. Eine Kommode, ein Bild, ein paar Fotos. Und ja, ganz schlimm ist es, wenn es an diesen, der dritte Punkt, den letzten Umzug geht, den Umzug von dieser Welt zu Gottes Welt. Dieser Umzug, der ist deswegen so beängstigend, weil wir hier nun gar nichts mitnehmen können. Ja, das letzte Hemd hat keine Taschen, so weiß es der Volksmund. Und die, die vor einem solchen Umzug stehen und Angst haben, die dürfen sich von unserem heutigen Johannessplitter getröstet fühlen. Euer Herz ängstige sich nicht. Und fürchtet euch nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Aber auch all diejenigen, die in eine neue, innerweltliche Zukunft gehen, die an einen neuen Ort umziehen, in eine neue Lebensphase eintreten, die dürfen heute von Jesus hören. Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich im Hause meines Vaters. Da gibt es viele Wohnungen. Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Also egal, wo sie hinziehen. Jesus ist schon dort und wartet auf sie. In Flensburg oder Füssen, in Frankfurt am Main oder Frankfurt oder. Wenn sie drangehen, eine Familie zu gründen oder einen Platz im betreuten Wohnen suchen, er, Christus, bereitet ihren Platz schon vor. Die LBS hat leider nicht recht zur Miete wohnen, liegt eben in der Natur des Menschen. Häuser bauen dagegen leider nicht. Und auch wenn wir Stahlbeton und Marmor zum Bauen verwenden, herauskommen doch nur Zelte, Provisorien, notdürftige Behausungen. Und erst im Hause Gottes gibt es für uns eine feste Bleibestätte. Das ist nämlich die wörtliche Übersetzung des griechischen Wortes Mone, Wohnung. Und erst dann, ja, da gibt es keine Kündigungen mehr, kein Ausziehen und Wegziehen und Einziehen und Umziehen. Aber bis es soweit ist, lassen Sie uns die Lebensräume, die sich uns öffnen, gestalten. Ja, diese Welt und Ihre Umwelt hier bewohnbar machen und bewohnbar erhalten. Lassen Sie uns mit unseren Nachbarn ins Gespräch kommen, uns gegenseitig helfen, unsere Mietwohnungen zu gestalten. Und ich werde dabei immer an eine junge Familie in Würzburg denken. Ich bete. Herr Jesus Christus, du bist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Wir bitten dich für alle Menschen, die von einer in eine andere Wohnung umziehen, lass sie den Umzug gut gelingen. Für alle Kinder, die umziehen und ihre Freunde zurücklassen, lass sie schnell neue Freunde finden. Für alle, die in eine neue Lebensphase eintreten, lass sie schnell Halt finden. Für alle jungen Leute, die eine Familie gründen, schenke ihnen Zusammenhalt. Für unsere Alten und Pflegebedürftigen, dass sie sich nicht vergessen fühlen und nicht vergessen werden. Und für die Sterbenden, wir beten um gute letzte Stunden, gute Menschen an den Betten
und einen angstfreien Glauben. Herr Jesus Christus, wir kennen den Weg. Du bist der Weg. Lass nicht zu, dass der Nebel der Zeit uns die Sicht nimmt auf diesen Weg, denn du lebst und herrschst in Ewigkeit. Amen. Christus ist der Weg und mit diesem Weg kommen Sie auch durch die Wege des heutigen oder morgigen Tages. Der Herr segne dich und die Deinen. Der Herr lasse sein Angesicht über dir und euch ruhen. Der Herr segne dich, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Machen Sie sich auf den Weg. Alles Gute. Tschüss, bis bald.